Leben wie in der Steinzeit nach dem Monster-Taifun Haiyan auf den Philippinen. Der Fischer Manuel Izquierdo und seine Angehörigen haben bei dem furchtbaren Sturm alles verloren. Mitten in der Nacht muss die Familie aus ihrem Haus am Fluss Buyayawan fliehen. Kurz darauf stürzt es ein. Die Izquierdos fliehen in diese Höhle und bangen zunächst stundenlang, die Grotte könnte ihr Grab werden. Wir hatten Angst vor dem Meer, Angst, dass auch die Höhle geflutet wird. Wie ein Bulldozer wütet der Taifun. Er heult wie eine Schiffssirene. Sanidad Esplago kauert mit ihrer Familie zunächst neben ihrem Haus. Als es einstürzt, verbirgt sich die Familie unter entwurzelten Kokospalmen. Schließlich kann auch sie sich gerade noch in die Höhle retten. Der Wind war so stark, dass er das Haus schüttelte. Und wir hatten das Gefühl, er zieht es hoch. Nach dem Monster-Taifun müssen diese Familien wieder ganz von vorne anfangen. Ihre Stadt Mercedes auf der Insel Samar ist dem Erdboden gleichgemacht, sowie zahlreiche andere Orte auf den Philippinen. Nun fristen sie ein Dasein wie Höhlenmenschen, ohne Strom und fließendes Wasser. Die alten Häuser sollen so bald wie möglich wieder stehen.